Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Bulgur. Was soll ich bitte damit machen? Ja, wir machen heute Bulgur mit einer leckeren Gemüsesoße und das ist ein One-Pot-Gericht hier direkt aus unserem Wunderkessel. Und wie das geht, das verrate ich euch jetzt. Zuerst müssen wir eine mittelgroße Zwiebel vierteln. Die kommt hier in unseren Topf hinein. Dann 250 Gramm Zucchini in Stücken. Ja, die ist ein bisschen kleiner geschnitten, aber das schadet auch nichts. Und eine rote Paprika, ebenfalls in Stücken. Das Ganze wird 3 Sekunden auf Stufe 5 zerkleinert. Das Ganze schieben wir jetzt mit dem Spatel nach unten und geben 40 Gramm Olivenöl hinzu. Und nun dünsten wir das Ganze 3 Minuten auf Stufe 1 im Linkslauf, auf der Baroma-Stufe natürlich. Und zusätzlich nehmen wir noch den Messbecher ab. Bis gleich. Als nächstes nehmen wir 150 Gramm Bulgur. Der kommt hier in unserem Kessel. Eine Dose stückiger Tomaten inklusive Saft ebenfalls hinzu. Dann haben wir hier 500 Gramm oder 500 Milliliter heißes Wasser. Kommt ebenfalls in den Kessel. Dann noch 30 Gramm Tomatenmark. Einen Esslöffel von unserem selbstgemachten Suppengrundstock. Wenn ihr den nicht habt, nehmt einfach einen Brühwürfel. Oder schaut euch an, wie man ihn selber macht. Ist nicht so schwer. Hält sich, ist gesund, schmeckt gut. Und noch ein paar Gewürze kommen rein. Basilikum und Oregano, jeweils einen Teelöffel. Ein Prieschen Pfeffer. Prieschen? Ein bisschen, eine kleine Prise. Sowie ein Teelöffel Salz kommt auch noch rein. Und das war eigentlich auch schon alles. Deckel drauf. 18 Minuten, Linkslauf, Stufe 1, 90 Grad. Und dabei setzen wir den Messbecher nicht ganz auf, sondern nur so halb, damit der Dampf entweichen kann. Also, dann sehen wir uns in 18 Minuten wieder. Dann ist es auch schon fertig. Ist ja echt wahnsinnig einfach. Und so schnell sind 18 Minuten vorbei. Unser Bulgur mit Gemüsesoße ist fertig und das sieht auch schon richtig gut aus. Ihr habt festgestellt, das ist echt nicht viel Arbeit. Das riecht auch wirklich gut. Echt nicht viel Arbeit, wenn ihr also mal Bulgur zu Hause habt. Irgendwie habe ich den wirklich auch oft zu Hause und weiß nie so richtig, was ich damit machen soll, außer mal als Beilage. Dann könnte das eine fantastische Variante sein. Ein One-Pot-Gericht, das sehr schnell und unkompliziert zuzubereiten ist. Jetzt müssen wir natürlich nur noch wissen, wie es schmeckt, ob sich der Aufwand auch gelohnt hat. Und ich muss sagen, der Bulgur ist wirklich, das ist was total Leckeres, weil der ja so noch ein bisschen knackig ist und nicht zu durchgekocht. Also die Garzeit ist genau richtig. Es schmeckt sehr lecker nach Tomaten. Ist fast wie ein Reisgericht, ohne dass es halt eben Reis ist, sondern eben Bulgur. Und auf jeden Fall eine interessante Alternative für ja, Eintöpfe oder sowas. Ja, so könnte man das vielleicht auch bezeichnen als Eintopf. Ist ja One Pot, ja, Eintopf. Man könnte das garnieren, vielleicht noch mit ein bisschen Bärlauchpesto oder so oder noch irgendwie eine Cocktailtomate vierteln und reinlegen. Ich werde das auf jeden Fall mal nachkochen. Aber mit Sicherheit gibt es das bei mir genau so heute Abend. Ob es das bei euch gibt, das weiß ich natürlich nicht. Wenn ihr es nachkocht, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Ich freue mich sehr, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da und bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.